Bei dem sehr gepflegten Katzenhaus von Daniela. Es gibt nicht viel für die Kätzchen, aber das, was es gibt, ist hervorragend gestaltet. Und die Mieten sind ganz toll drauf. Die werden hier geliebt und gepflegt. Hier ist noch ein kleiner Hund, der wurde gemobbt im anderen Gehege. Der ist jetzt mal bei den Katzen. Hier hinten schleicht sich einer an bei mir und will gestreichelt werden. Hier sieht man mal das Spielzeug, das Daniela präpariert für die Kätzchen. Also aus einfachsten Mitteln wird hier was gebaut, damit sie auch was zu spielen haben. Aber es ist von allem natürlich wenig da. Und alle Katzen sind wunderbar gepflegt. Im tollen Zustand. Und sehr liebevoll, sehr offen. Na? Jetzt sieht man die Kinokuppen nach den Hunden auf der anderen Seite. Elemente, die sie rausgenommen haben. Viel, viel größer, viel, viel offener. Hier ist die Alina das erste Mal in Rumänien. Viele Bäume gepflanzt, damit die Katze leben wird, aber auch Sonnenschutz ist gespannt. Ein paar aufgeblähte Hündchen. Hier ist natürlich ein bisschen was los. So viel Besuch haben wir sonst hier nicht. Hier sind aus drei Käfigen einer gemacht worden. Ganz, ganz toll. Hallo! Hallo! Ja! Yeah. Es ist wahnsinnig viel passiert hier. So toll, was man in einem Jahr schaffen kann. Die tollen Hundehütten, die gespendet worden sind, sieht man hier auch überall stehen. Ganz großartig. Marita beim Hundefang. Hallo! Hier ein Papi-Gehege. Kleine Mäuse. Alles schön sauber, alles frisch. Ganz, ganz großartig. Viel offener. Eine kleine Krawallnudel. Hier geht es zum Garten.